Mahlzeit. Heute hier am 13. August 2020. Ich befinde mich jetzt hier zur Mittagszeit ausnahmsweise mal auf der Baustelle. Und zwar ist das so, dass gestern Abend noch die Geschossdecke aufgelegt worden ist. Heute Vormittag müssen wir hier eben Vorbereitungen treffen, sodass am Nachmittag der Beton schon fließen kann und soll. Also hier soll jetzt die Betonierarbeiten sollen jetzt hier am Nachmittag stattfinden. Wir arbeiten hier parallel zu den Bauarbeitern. Die haben eben hier schon mit den Schalarbeiten begonnen. Hier wird schon wieder fleißig eingeschaltet. Stahlmatten werden ausgelegt. Das gleiche Spiel wie halt schon in den anderen Geschossen. Parallel dazu haben wir eben hier noch ein paar Löcher hineingeschnitten in die Geschossdecke, einfach um in jedem Zimmer die Möglichkeit zu haben, von oben vom Dachgeschoss aus, wo ja die Leitungen über den Steigschacht ankommen, die dann in die abgehängten Decken zu bringen, von oben aus gesehen, ohne dass von unten vom Geschoss selbst, vom Obergeschoss selbst eben zu sehen. Die Löcher haben wir geschnitten, das war dann im Detail. Ja, das ist jetzt wenig spannend, das sind so 40 x 40 cm an verschiedenen Stellen, in jedem Zimmer einmal. Das ist jetzt, wie gesagt, im Detail nicht sonderlich spannend, kostet aber dennoch ein bisschen Zeit, das auszumessen und vor allem dann halt zurechtzuschneiden. Das ist wie immer hier so 5, 5,5 cm dicker Stahlbeton und da hat man ein bisschen zu tun, wenn man das eben flext. Die Löcher sind jetzt da, jetzt muss das eben noch mit so einem Styrodur wieder verfüllt werden, ausgespart, geschalt werden, wie auch immer man das bezeichnen will, damit halt der Beton nachher nicht dort an den Stellen hineinfließt. Das muss ich jetzt eben noch machen. Die Bauarbeiter machen gerade Mittagspause und wie gesagt, am Nachmittag wird jetzt schon der Beton angeliefert und hier wird betoniert. Insofern werde ich beim nächsten Video sicherlich schon auf der gegossenen Geschossdecke oder im Dachgeschoss dann eben schon stehen. Dann wären die eigentlichen Mauerarbeiten schon abgeschlossen, dann kommt eben das Dachgeschoss bzw. der Dachstuhl und der soll dann eben auch in den nächsten Tagen schon folgen. Das geht hier wirklich jetzt Schlag auf Schlag. Es hat sich unten im Treppenhaus noch ein bisschen was getan, das habe ich noch nicht dokumentiert. Da komme ich jetzt aber nicht genau so richtig hin. Das werde ich sicherlich in einem der nächsten Videos nachholen. Muss jetzt aber, wie gesagt, mich an die Arbeit machen und daher verabschiede ich mich an der Stelle. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!